Ich rühre hier fleißig an meiner Paste. Hallo. Ja, die sieht gut aus. Schau mal, die hat eine gute Konsistenz. Die ist fest cremig, also die werde ich gleich schön verteilen können. Macht schon Spaß. Und jetzt starten wir mal durch. Lass sie einfach raufplumpsen. Ja, es gibt dir eine gewisse Freiheit. Nutze das. Ja, die Hände, warum nicht? Ein paar Werkzeuge mehr hingelegt. Aber im Grunde genommen, du kannst wirklich mit der Hand das tun und das genießen. Das. Echt jetzt? Ja, es macht Spaß, also darum geht es. Und du kannst Strukturen eben erstellen, auch mit deinen Händen. Probier das ruhig aus. Ich habe hier auch noch mein Malmesser in XL. Das geht natürlich auch wunderbar. Es erinnert mich immer irgendwie an, ja, an leckeren Kuchen, ehrlich gesagt. Du kannst schön damit die Farbe glatt streichen oder beziehungsweise die Masse, aber eben auch tolle Strukturen damit betonen, also herausarbeiten. Du kannst alles wieder glatt ziehen, experimentieren und ja, dir so Linien reinziehen und glatt ziehen. Jetzt fällt mir gerade was ein. Moment. Es ist immer empfehlenswert, Kekse im Haus zu haben. Schau mal, ich habe hier diese schönen Zacken hier. Mal schauen, wie das funktioniert hier. Ach gut. Ja, such dir deine Materialien, deine Werkzeuge. Du kannst deine Werkzeuge dir eben auch selber zusammenschneiden oder suchen, damit rumexperimentieren und dich ja darin finden, in deiner Form. Die Paste hat eine tolle Konsistenz. Ich schreibe dir wieder alles unter das Video, also schau da einfach auf den Link. Ich sehe, da werden immer noch wieder Fragen gestellt. Das ist meistens ein Link. Und jetzt sehe ich hier, dieses inspiriert mich, dieses Abstrakte. Also ein paar Löcher, ein paar Formen. Und da gucke ich jetzt mal, dass ich mir hier was hinziehe und dann muss es trocknen. Ich habe es eben rausgestellt, das heißt, ich spare mir einfach den Föhn und lasse es hier kurz trocknen. Hier sieht man auch nochmal in dem Licht, wie ja, dieses Spiel von Licht und Schatten auch einfach nur mit der Paste wirken kann. Und das will ich jetzt herausarbeiten. Ich habe jetzt mir in der Zeit einfach ein paar Farben angemischt und weiß noch nicht genau, was ich machen werde. Lass mir das offen, aber ich habe mir schon ein paar Farben hier hingestellt. So, die sollen vorkommen, aber ich fange mit dem hellen Farbton erstmal an. Als Werkzeug die Nagelbürste. Jetzt schauen wir mal, die ist sehr fest, die Farbe. Da kippt die einfach ein bisschen rauf. Muss ja irgendwie drauf. Mit dem Werkzeug kommst du da schlecht in die Schälchen rein. Also einfach die Farbe rauf und verteilen. Die Farbe ist sehr fest. Also rauf da. Ja, mit dieser einen Farbe habe ich jetzt schon die Struktur schön betont und du siehst richtig die Tiefen und die Höhen. Dazu habe ich auch was in meinem Buch geschrieben. Da kannst du nochmal reingucken. Noch auf der Suche nach der Farbe, die mich heute anspricht. Gieß ihn darauf. Die Farbe ist flüssig, aber ich merke schon, die Paste zieht schon ganz schön die Flüssigkeit auch ein und deshalb nehme ruhig ein bisschen Wasser immer dazu. Thank you.
halte hier viele Farbnuancen jetzt mit dem Ocker darunter. Also es ist ein schönes Farbspiel und den Überschuss nehme ich hier so weg. Also ich will den Farbton nicht überall haben, will da noch offen sein. Das sieht schon schön aus. Das muss auch wieder einen Moment trocknen. Aber ich gehe da gleich mit dem Föhn einfach vorsichtig rüber und dann kann ich auch gleich weiterarbeiten. Aber es sieht toll aus, finde ich. So kannst du die Struktur wieder anders betonen. Und eine Stufe will ich noch tiefer. Also einmal noch schwarz. Das kennst du ja von mir. Ich benutze total gerne Schwarz. Also ich mag Schwarz als Farbton. Ich bekenne mich als absoluten Schwarzliebhaber. Ich finde, Schwarz ist für mich definitiv eine Farbe, genauso wie Weiß. Und die gehört für mich als Künstler unbedingt dazu. Jetzt nehme ich einfach nochmal wieder die Bürste. Verteile das und du siehst, die Struktur verschwindet total, wenn ich die Farbe so deckend aufbringe. Darüber sind jetzt ganz viele Nuancen entstanden, also unterschiedliche Rottöne, Brauntöne, Ockertöne, alles sehr schön erdig. Hat jetzt was für mich wie so ein schöner Erdboden und darauf können jetzt ja bunte Blumen wachsen in Türkis oder das Meer einfach mal kurz rüberschwappen. Wasser, Gräser, Blumen, also das möchte ich jetzt weiter, in die Richtung möchte ich jetzt weiter. Ich hatte erst überlegt, Mensch, was mache ich damit, bleibe ich in diesen Brauntönen. Weiß hatte ich die ganze Zeit im Kopf und das wollte ich unbedingt da drauf haben. Hat für mich immer etwas ganz Meditatives, diese Arbeit mit den Strukturen. Da kann ich so abschalten und einfach mit den Farbtönen spielen, die Strukturen herausarbeiten oder ja, in so eine Kristallhöhle gehen, so wie du das gesagt hattest.
Also in den Kommentaren, ich lese ja eure Kommentare, ich schaffe es nur leider nicht immer, die alle zu beantworten. Aber ich finde es immer schön, was ihr auch für Inspirationen daraus mitnimmt. Und das hat mich auch wiederum inspiriert oder immer wieder auch. Kannst es so lassen oder auch das als Hintergrund benutzen. Ich möchte was Abstraktes da drauf setzen. Nochmal. Deine Hand eignet sich jetzt tatsächlich sehr gut dafür. Pinsel wäre, würdest zu doll in die Fläche reiben. Und so kannst du schön auf der Oberfläche die Farbe verteilen. Auch jetzt schön in die Struktur rein und das so als zusätzliches Element finde ich ganz schön als Licht da drauf. Die Kombination aus, ja, aus den Techniken und eben aber auch aus diesem künstlerischen Part, dass du eben frei bist und darauf tun und lassen kannst, was du willst. Und ja, es entstehen dabei immer wieder neue. Also hier gerade diese weißen Pünktchen, dieser Absatz von der Farbe, diese Kombination finde ich sehr, sehr schön. So, jetzt mache ich mir einen Kaffee. Und die Kekse sind alle, aber macht nichts. Hat Spaß gemacht. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Experimentieren. Du hast heute sehr, sehr viele Möglichkeiten. Du brauchst keine Struktur zu nehmen. Du kannst die Farbe auch so wunderbar einfach mal gießen. Du kannst natürlich Strukturen verwenden. Und was ich besonders gut finde, du kannst auch eine alte Leinwand nehmen. Nimm eine alte Leinwand, bemal die neu und schaffe ja neue Kunstwerke. Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, danke für deinen lieben Kommentar. Ich freue mich immer total über diese wunderbare, tolle Gemeinschaft hier. Herzlichen Dank dafür. Auf Seite 110 in dem Buch habe ich das träumerische Grün und ich finde, das passt ganz gut, weil die Art und Weise, wie es gemacht wurde, ist eben auch sehr ähnlich. Und da kannst du noch mal reinschauen. Du kannst das auch noch mal kombinieren und dann eben diese Pastellkreide oder Ölkreide dazu benutzen und ja, so deins draus machen. Also schöpfe aus all diesen Möglichkeiten und mach einfach das, was dir als erstes in den Sinn kommt. Also das, was dich jetzt inspiriert, das mach jetzt. Okay. Dankeschön. Hab einen ganz schönen Sonntag. Danke für eure Unterstützung. Danke für die Spende. Danke auf allen Ebenen für die auch mentale Unterstützung. Also Dankeschön. Mach's gut. Tschüss.